Das CASI wurde entwickelt zur Qualitätskontrolle von Zellen. Zusätzlich zur Bestimmung der Zellzahl wird eine hochauflösende Größenverteilung aufgenommen. Aus der Größenverteilung kann das Zellvolumen, die Zellvitalität, der Aggregationsgrad der Zellen und die Menge an Zelldebris bestimmt werden. Das CASI ist werkseitig kalibriert. Sie haben mit Kalibrierung nichts zu tun. Die ist stabil auf Lebenszeit des Geräts. Das sorgt dafür, dass die Messdaten von Labor zu Labor, von User zu User, von Tag zu Tag vergleichbar sind. CASI können alle Arten von Zellen gemessen werden, neben Säugerzellen, zum Beispiel Blutzellen, Algenzellen, Hefezellen und Bakterien. Im Prinzip kann alles gemessen werden, was beim Durchtritt durch die Messpore den elektrischen Widerstand erhöht, zum Beispiel auch jede Art von Partikel. Folgenden einige typische Beispiele. Hier eine Zelllinie U937. Sie sehen die typische Größenverteilung, beginnend von links Zelldebris, tote Zellen und vitale Zellen. Unterhalb der Größenverteilung sind alle Messparameter und alle Messergebnisse gelistet. Hier ein Beispiel für eine Primärkultur, Fibroblasten. Sie sehen wieder die typische Differenzierung in Zelldebris, tote Zellen und vitale Zellen. Hier ein Beispiel für Hefezellen. Das CASI ist auch in vielen Brauereien im Einsatz. Hier ein Beispiel für eine Bakterienkultur, E. coli. Das Zellvolumen ist hier ein sehr interessanter Parameter, da es extrem von den Wachstumsbedingungen abhängt.